Hallo Leute, die täglichen Herausforderungen für Freitag, den 16.8. sind da und wir haben ein Hammerteil dazu bekommen, etwas Neues. Aber erstmal der Reihenfolge nach, breitblättrige Rohrkolben müssen gesammelt werden, 5 Stück und jetzt kommt schon das Hammerteil. Fliegende Vögel mit einem Scharfschützengewehr getötet und das ist wirklich nicht leicht. Gegenstände an einen Hehler verkauft ist easy. Hinterhalt erfolgreich abgewehrt, dürfte auch mal gemacht werden, ist auch easy. Kräuter verkaufen, 5 Stück, ist auch easy. Sandthymian gesammelt, 5 Stück, habe ich natürlich eine Karte hier drin. Spieler in Freeroom Events mit einer Pistole getötet, 3 Mal. Rohrkolben sammeln ist natürlich easy. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß schon, in der Nähe von Gewässern oder Flüssen kann man den Rohrkolben antreffen und das ist hier nördlich von St. Denis bei Bluewater Marsh. Dort könnt ihr auch viele Rohrkolben vorfinden und das ist hier jetzt, wo sie den 5. aufnimmt, diese Halbinsel, wo immer diese Pelikane sind und wie ihr im Hintergrund seht, wo gestern die Ratten auch waren, eine Location, die ich für die Ratten angegeben hatte. Also hier diese Halbinsel und natürlich Bluewater Marsh. Dort sind mehrere Stellen, die ihr relativ schnell vorfinden könnt. Und dann gibt es natürlich rund um den Dakota River. Links und rechts auf der Uferseite könnt ihr Rohrkolben finden. Und am Little Creek River natürlich hoch zur Hanging Dog Ranch auch. Der Ovangila See. Auch mit seinem Zufluss. Dort ist Rohrkolben vorhanden. Beim Thymian habe ich euch jetzt meine Karte von Rhodes rausgesucht. Die Karte ist aus dem Video zum Thymian. Wer noch mehr Location haben möchte, der kann die Thymian auch in diesem Video finden. Das ist natürlich nachher in der Playlist verlinkt. Könnt ihr dort finden, ist kein Thema. Kommen wir zu der neuen, recht schwierigen Aufgabe, muss ich sagen. Scharfschützengewehre sind laut Definition Carcano-Gewehr und Rolling-Block-Gewehr in Red Dead Redemption 2 oder besser gesagt in Red Dead Online. Und so einen Vogel zu treffen ist gar nicht einfach. Ihr könnt es versuchen, ein bisschen die Flugbahn zu erahnen und ein kurz davor zu schießen. So habe ich das jetzt heute mehrmals versucht, aber Krähen sind dafür nicht geeignet. Das war jetzt eine Ente und er wusste ja in der Nähe von der Puma Location, in der Nähe von Blackwater, dort sind immer Enten am Fluss auch nachts zu finden und dort hat er es halt versucht. Ich wünsche euch viel Glück bei dem Ganzen. Wie gesagt, er hat hier das Carcano-Gewehr benutzt. Ich musste heute extra von Xbox auf PlayStation wechseln, weil bei Xbox habe ich gar kein Scharfschützengewehr. Und ich finde das recht frech von Rockstar sowas anzubieten, weil Rolling Block Gewehr zum Beispiel fängt schon mal bei 411 Euro an. Und das ist das Mindeste, was ihr investieren müsst, um da ranzukommen. Ich würde es echt empfehlen, wer kein Scharfschützengewehr hat und da nicht in irgendwie in einer Story-Mission oder irgendwo anders da rankommt, das dann ausfallen zu lassen, weil echt die Investition, wer noch keins von diesen Gewehren hat, lasst es ausfallen. Echt mein Tipp und ciao.